Sieht aus, als gäbe es diese Woche kein weiteres Wasser mehr. Es sei denn, Mutter Natur erbarmt sich und gibt uns etwas Regen. Ich habe nichts gesehen. Pass auf, wo du hinlatscht. Was für ein Tag. Das kriege ich auf gar keinen Fall hin. 5 Jahre hey, gelernt und alles umsonst. Ich verdiene das Geld. Ich muss es dir sagen. Erkennst du mich nicht? Oder hast du eine Allergie gegen Geld? Hör zu, Pilger. Du und ich, wir können eine Menge Geld verdienen. Du musst mir nur ein paar rote Beete, Radieschen, Pastinaken besorgen. Da ist er! Schnapp ihn jetzt! Er ist ein Mörder! Was? Julian, Luke wurde vergiftet. Von dem Wasser, das du ihm verkauft hast, sagt Bebin. Was? Aber ich verkaufe gar kein Wasser. Lügner! Luke sagt, er hat es von dir! Er dreht völlig durch, redet wirres Zeug und tanzt Feitstanz. Hat er mich sicher nicht erst nach seinem Durchdrehen beschuldigt? Immer langsam. Hast du einen Beweis? Natürlich. Das Wasser war in einer Flasche. Luke hat das Wasser aus einer von deinen Flaschen getrunken. Wenn ich das Karl erzähle, hängen sie dich auf! Bebin, warte! Ich schwöre, ich verkaufe nicht mal Wasser zum Teufel! Wenn du lügst, Julian, mach ich dich kalt. Ich frage mich, was zur Hölle im Zentralring vor sich geht, seitdem die PKs den Zugang eingeschränkt haben. Manche behaupten... Du scheinst mir bekannt. Ja, ich bin der Typ, der wegen dir beinahe gehängt wurde. Schwamm drüber. Du stehst ja hier, oder? Bitte was? Sieh mal, wir hatten keine Wahl. Wenn du dich verwandelt hättest, wie wir alle dachten, wäre das ein Massaker geworden. Eine Gruppe Menschen gegen einen Infizierten. Die Chancen standen gut für euch. Ah, wie ich sehe, hast du bereits einen Marker. Je länger du hier bleibst, desto mehr wirst du verstehen. Unsere Regeln sind sehr streng, aber so überleben wir. Klar. So ein Scheiß. Die Leute beschweren sich immer. Wir leben und das ist alles, was zählt. Hallo. Es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Du bist ein Pilger, nicht wahr? Das stimmt.
Hängt ihr Leute auch dafür? Ich wollte nur sagen, dass ich auf deiner Seite war. Aha. Danke, dass du dich so für mich eingesetzt hast. Was? Aber ich hab gar nichts... Ah, verstehe. Sarkasmus. Sieh mal, es ist nicht so einfach, sich gegen die Masse zu stellen. Klar. Ich weiß, dass Leute manchmal Angst vor Pilgern haben, aber... Verdammt. Du hast außerhalb der Mauern überlebt. Wow. Das muss ja was gewesen sein. Zivilisation ist bloß eine Laune der Umstände. Wusste ich's doch. Kenn ich dich? 5 Jahre gelernt. Hey, Henker, wie geht's dem Hals? Sehr witzig. Ich verrate dir mal was. Ich an deiner Stelle hätte es lieber gehabt, wenn sie mich umgebracht hätten. Oder hättest du lieber sinnlose Tode auf dem Gewissen? Ich wünschte, ihr würdet hier keine Unschuldigen auffängen. Naja, am Ende lief hier alles gut, nicht wahr, Pilger? Du hast keinen umgebracht und du bist frei. Win-win. Wer ist Barney? Jeder hier kennt Barney. Ich nicht. Erzähl mir von ihm. An deiner Stelle würde ich nicht nach Barney fragen. Er mag keine neugierigen Leute. Er wird ganz schön sauer sein, wenn er es herausfindet. Und diese Art Ärger willst du nicht. Jetzt will ich auf jeden Fall mehr wissen. Okay, er ist Sophies kleiner Bruder. Manche sagen, er sei irre, aber er spielt im Bazar eine tragende Rolle. Die PKs haben Angst vor ihm, aus gutem Grund. Mit Barney ist nicht gut Kirschen essen. Mann, ich bin so durstig. 5 Jahre gelernt? Und alles umsonst. Warum kaufst du was herum? Hast du im Wasser etwas gefunden, das dir gefällt? Wenn du also kein Wasser verkaufst, wie ist dann jemand an deine Flaschen gekommen? Wie ich den scheiß Galu kenne, hat er sie wahrscheinlich geklaut. Sieht ihm ähnlich. Selbst wenn. Mein Wasser ist so rein wie geschmolzene Schneeflocken. Also, geht's vielleicht um Rache? Für was? Alle lieben mich. Ich hatte noch nie im Leben einen Feind. Warte mal kurz, warte. Scheiße. Außer vielleicht Marco. Dieser Mistkerl. Jetzt, wo ich's mir überlege, der hat mit mir noch eine Rechnung offen. Ist sehr lange her. Naja, egal. Hör zu. Er wohnt über dem ehemaligen jamaikanischen Restaurant westlich von Villador in der Hounfield Lane. Ich habe ihm ein paar Kilo meines besten Mehls für das Wasser gegeben. Beweise, dass er es vergiftet hat und die Hälfte meines Mehls gehört dir. Kannst du das für mich machen? Das schaue ich mir an. Und noch was anderes. Ist mir ein bisschen peinlich. Hans hat vielleicht auch eine Flasche von dem Wasser. Ich dachte, du verkaufst kein Wasser. Tue ich auch nicht, außer... Naja, an Hans und... Kannst du ihn warnen? Er wohnt auch in der Hounfield, ein paar Häuser weiter. Da ist was faul dran, Julian. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Andernfalls kann ich dir schlecht helfen. Ich frage mich, was zur Hölle im Zentralring vor sich geht. Bitte, 5 Jahre. Wo brennt's denn? Hey, bist du nicht der Pilger, den sie aufhängen wollten? Mann, hattest du ein Glück. Von dem Glück könnte ich was gebrauchen. Ich bin Albertus Lehrling. Aber vielleicht nicht mehr lange. Ich versuche diese Prüfung jetzt zum 3. Mal. Wenn ich wieder durchfalle, wirft Meisterhandwerker Alberto mich raus. Worum geht's bei dieser Prüfung? Ich muss etwas Nützliches für die Bürger konstruieren. Ich habe bereits eine Unterwasserlesebrille für Alberto erfunden. Dann eine einziehbare Hundeleine. Aber die hat immer blockiert. Und außerdem haben wir hier keine Hunde. All meine Ideen sind wertlos. Das ist jetzt meine letzte Chance zu beweisen, dass ich nicht wertlos bin. Ich bin also die letzten Wochen über den Bazar gelaufen und habe nachgedacht. Schwer nachgedacht. Und dann hatte ich eine Idee. Unsere Ziegen. Sie werden in Käfigen gehalten, weil sie Feldfrüchte fressen. Aber das Leben in Käfigen macht sie traurig. Und sie geben weniger Milch. Also hatte ich die Idee eines Zauns, durch den ein klein wenig Strom fließt. Das würde die Ziegen unter Kontrolle halten, aber sie würden mehr Milch geben. Ich habe diese Erfindung Elektrozaun genannt.
Also, wo ist das Problem mit deiner komischen Erfindung? Mir fehlen ein paar Teile. Und an die kommt man nicht so einfach ran. Ich mache mir Sorgen, dass ich nicht rechtzeitig fertig werde. Vielleicht kannst du mir helfen. Wenn du sie für mich finden kannst, gebe ich dir eine meiner supercoolen Erfindungen. Das hat aber hoffentlich nichts mit Ziegen zu tun. Nein, etwas viel Interessanteres. Du wirst schon sehen. Ich brauche nur ein paar elektrische Bauteile, die zerlege ich, um an Widerstände und andere nützliche Dinge zu kommen. Soweit ich weiß, findet man sie an zwei Orten. Einer ist in einer alten Eisenwarenhandlung am Fitzwilliam Place in der Nähe des Wasserturms. Alberto sagt, da findet man sie sicher. Es ist aber ein dunkler Ort, voller verwandelter Kreaturen. Du musst nachts hin. Und die andere Option? Das, was von den Militärpatrouillen übrig geblieben ist. Ich kenne einen Ort südlich von Horseshoe in der Nähe des alten Umspannwerks. Gegend streifen Banditen umher. Möglicherweise ist also nichts mehr übrig. In diesem Fall müsstest du nach anderen Überbleibseln von Patrouillen suchen. Oder einen nächtlichen Ausflug zum Laden unternehmen. Offenbar hast du endlich doch Glück. Ich habe solche Teile zufällig dabei. Machst du Witze? Das ist einfach fantastisch. Der Himmel muss dich geschickt haben. Hier. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Eine Sache noch. Kannst du mir dabei helfen, meine Ausstellung aufzubauen? Meine Installation ist direkt vor dem Haupteingang. Schalte sie bitte ein. Ich gehe und hole Alberto. Warte nur, bis er es sieht. Treffen wir uns dann am Ziegenpferch in der Nähe der Mauer. Ich habe die Ziegen seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. Würdest du bitte gehen? Soldat, du hast gut daran getan, dieses Windrad zu aktivieren. Endlich habe ich eine tolle Wohnung gefunden. Direkt über einer verdammten Dark Zone. Morgen darf ich Todesstöße verteilen. Jemand muss sich um die Reiser kümmern, die um den Bazar herum die Straße. Jemand stimmt in unser Wasser und niemand tut etwas dagegen. So eine Schande. Ich sage ständig allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Weißt du, manchmal frage ich mich, was wir falsch gemacht haben. Das ist sicher eine Strafe Gottes. Hallo, es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Siehst du dir all die Toten an? Hier steht, die werden vermisst. Kommt auf selber raus. Gefunden werden die nie. Und was bringt dann die Tafel? Es ist jetzt 15 Jahre her.
Damals sind viele verschwunden. Mein Nachbar verlor seine beiden Kinder. Aber das Leben geht ja weiter. Den Mut, die Bilder abzuhängen, hat niemand. Aber Hoffnung gibt es keine. Ohne Nightrunner endet jede Suche immer ergebnislos. Weißt du was über die Kinder, die an den GRE-Tests beteiligt waren? Tja, wer war denn an den Tests nicht beteiligt? Alle waren dabei. Junge, Alte, Blinde, Taube. Jeder wollte einen Impfstoff finden. Manchen ging's ums Geld. Andere wollten das Schicksal besiegen und gesund bleiben. Das war Villedors Teufelspakt. Man war eingemauert mit der Pest. Aber dafür hatte man die Chance, die Welt zu heilen. Aber das Virus gewann. Am Ende brach man die Studie ab. Und die Kinder? Offiziell wurde nie an Kindern getestet. Menschenrechte und so ein Scheiß. Und inoffiziell? Und inoffiziell? Es heißt, einige Kinder wären aus der Stadt rausgebracht worden. Der Rest? Der wurde innerhalb der Stadt sich selbst überlassen. Wenn die Infizierten sie nicht kriegten, dann der Hunger. Oder die Dunkelheit. Diese Nightrunner, erzähl mir was über die. Was gibt's da groß zu erzählen? Die sind fast alle tot. Als es sie noch gab, waren sie die Einzigen, die sich nachts rausgetraut haben. Sie retteten Leute, die es nicht in einen Unterschlupf geschafft hatten. Aber von der ganzen Gruppe haben nur wenige überlebt. Frank zum Beispiel, der war früher ihr Commander. Er war mal ein super Typ. Jetzt säuft er sich in seiner Bude im Zentralring ins Koma. Schwer zu sagen, wie lange er noch durchhält. Wann war denn das? Vor langer Zeit. Da warst du selbst noch ein Kind. Zweien bin ich mal begegnet. Zwei Mädchen, 5 oder 6 Jahre alt. Sie hatten wohl seit einem Monat nichts mehr gegessen. Wie hießen sie? Weiß ich nicht mehr. Ich schmiss ihnen ein wenig Brot hin und verzog mich, weil sie sich so schüttelten, als würden sie sich gleich verwandeln. Rote Augen, die Adern geschwollen. Keine Ahnung, was sie denen gegeben haben. Diese GRE-Psychos. Wo sind diese Kinder heute? Nach all den Jahren. Die meisten sind vermutlich tot. Wenn jemand Glück hatte und noch lebt, dann sind sie wohl im Zentralring. Weil es da mehr Peacekeeper gibt. Erleichtert das Überleben. Irgendjemand muss mehr wissen. Warum? Was war, war. Es bringt nichts, alles wieder ans Licht zu kramen. Jeder hat seine eigenen Probleme. Und zwar hier und jetzt, Pilger. Jeder kämpft für sich selbst. Ich verlasse den Basar heute nicht. Der Wind kommt aus Osten. Das ist ein schlechtes Omen. Thank you.
verloren. Morgen passt. Ach ja? Und was hast du gedacht? Nicht? Ich kann schweigen wie eine Nonne. Wann denkst du an dich und lebst endlich dein eigenes Leben? Naja. Alles in Ordnung? Nein, sie wurde gegrillt. Die Ziege wurde gegrillt. Ich bin so ein Idiot. Was ist passiert? Ich muss die Spannung zu hoch berechnet haben. Siehst du? Ein Nichtsnutz. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Fehler machen konnte. Ich hab dir gesagt, es ist Zeitverschwendung. Warum? Das glaube ich nicht. Das ist sehr, sehr... Es hat großes, riesiges... Du meinst, es hat Potenzial? Potenzial, ja. Es könnte eine effektive Waffe sein. Eine Waffe? Es ist ein bewährtes Konzept. Wenn du es einfach auf eine Waffe anwendest, dann könnte es deine Chancen gegen verwandelte Kreaturen erhöhen. Die tapfere Ziege hat ihr Leben für die Wissenschaft geopfert. Das heißt, Abendessen für alle. Und für dich. Ich nehme dich als... und ernenne dich zum... Meisterhandwerker? Wirklich? Oh mein Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sprechen später. Komm, Vincenzo. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Hier, nimm das. Wenn es nicht stark genug ist, komm einfach in meiner Meisterhandwerkerwerkstatt vorbei. Sicher, danke. Nur pass da draußen auf dich auf, ja? Keine Sorge, Kumpel.